Hallo und willkommen zurück zum dritten Ionic Framework Tutorial. Heute wollen wir uns mit Listen beschäftigen. Das sind einfach Table Views. Table Views kennen wir von iOS oder auch Android. Wir wollen direkt loslegen, indem wir aus einem Array einzelne Objekte rausfiltern und anschließend als Liste, sprich Table View, darstellen. Ja, dieses Playlist-Controller hier unten, das missachten wir heute einfach mal, denn genau das ist schon so ein Array, allerdings ein bisschen komplizierter schon. Wir wollen heute den Einstieg einfach mal mit einem simplen Array machen und dort stellen wir dann verschiedene Obst- und Gemüsearten dar. Sehr interessant. Ja, wir fangen an mit einer neuen Deklaration. Wir sagen scope.productList ist gleich und jetzt diese Eckchenklammern dahinter gleich ein Semikolon setzen, damit wir das nachher nicht vergessen. Jetzt können wir ganz einfach in JavaScript einzelne Objekte hier einfügen. Wir können nicht nur einzelne Strings einfügen, wir können, wie auch hier unten schon gesehen, ganze Objekte einfügen mit verschiedenen Sub-Elementen. Das wollen wir aber uns aufsparen fürs nächste Mal oder auch fürs übernächste Mal. Kann man ja immer machen, wenn man will. Wir wollen jetzt hier einzelne Gemüsesorten und Obstsorten, zum Beispiel einen Apfel darstellen. Dann wollen wir Birne, Kirsche, so und noch Banane und schließlich noch die gute alte Kartoffel. So, jetzt haben wir hier unseren Product List Array und den wollen wir jetzt auslesen, indem wir in unseren Browse Controller gehen. Aufpassen, genau, wir haben hier in unserem Browse Controller diese Product List deklariert und initialisiert. Deshalb müssen wir auch im Browse Controller diesen Scope benutzen. Wir können jetzt nicht einfach in unserem Playlist Controller diese Product Liste erstellen, da wir sie eben innerhalb dieses Bereiches deklariert haben. Wir gehen jetzt in unsere browse.html, dort haben wir unseren dynamischen Titel noch und jetzt wollen wir einfach unter diesen Titel, den wir übrigens auch mal umbenennen können, zu Obst-Gemüse-Laden-Doppelpunkt, dann können wir in unseren Browse zurück und jetzt hier ganz einfach mal eine Ion-List erstellen. Diese Ion-List ist einfach der Anfang von einem Table-View und wir machen diese Ion-List am besten wieder unten zu, damit wir nachher nicht zu Fehlern kommen. So, in dieser Ion-List definieren wir ein einziges Mal ein Item. Also wie in iOS können wir auch eine einzelne Zeile definieren, wir können ihr Aussehen ändern. Wir wollen jetzt hier einfach ein Item darstellen, das als Template dient für die anderen. In dieses Ion-Item, wie es sich nennt, müssen wir einen Befehl namens ng-repeat eingeben. Das heißt, wir sagen jetzt, wiederhole dieses Item in einem bestimmten Wertebereich. Dieser Wertebereich können wir jetzt hier deklarieren. Ich mache das vielleicht mal kurz zur Erklärung als Kommentar, wie es nachher aussieht. Wir sagen, das ist eigentlich eine For-Schleife, for, und jetzt können wir hier int i gleich 0, was so viel heißt wie, wir haben hier ein int i, also dieses i ist wichtig, dann können wir aufzählen und den Wertebereich festlegen, i in product list. So von der Syntax her stimmt es natürlich nicht, ich will jetzt nur die reine Abfolge. Können wir wieder zurück in unsere browse.html. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden verwirrt. Wir deklarieren jetzt hier, wie gesagt, das i, allerdings ohne int und ohne var. Wir sagen einfach Produkt. Kann allerdings auch ganz anders heißen, wie wir es wollen. In product list. Da müssen wir allerdings richtig liegen. Wir müssen diesen Namen case-sensitive richtig schreiben. Okay, wir haben ihn richtig geschrieben. Hupsala. Und jetzt können wir schon zurück in unsere browse.html und in diesem Item wollen wir jetzt das Produkt auch darstellen. Deshalb hier wieder diese Binding Klammern HTML
Dependency Injection, genau, das habe ich letztes Mal vergessen, so heißt das Ganze. Dieses Injizieren von JavaScript in HTML. Und hier können wir jetzt ganz einfach Product reinschreiben und schon bekommen wir unsere Produkte angezeigt, wenn wir mal das Ganze ausführen im Safari-Browser. Hier habe ich das. Ich aktualisiere dieses Browse-Fenster und wir sehen Obst, Gemüseladen, Apfel, Birne, Kirsche, Banane und Kartoffel. Ja, nochmal, ich gehe nochmal durch. Product ist einfach das, was wir hier frei benennen. Wir können das auch Hans-Peter benennen. So, ich hoffe, kein Hans-Peter fühlt sich jetzt beleidigt. Das geht genauso. Ihr seht, das ist einfach nur eine Variable, die natürlich auch sinnvoll heißen sollte. Dieses ist wichtig, denn dieses in und danach der Array-Name entscheidet darüber, welcher Array angezeigt wird. Ja, das war ein bisschen kurz heute, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Nächstes Mal wollen wir dann zusätzlich den Preis anzeigen von diesen Obst- und Gemüsearten. Danach wollen wir noch eine Detail-View erstellen. Das heißt, wenn wir irgendwo draufklicken, wollen wir Daten mitsenden in den neuen View und dann auch wieder zurückkommen. Heute war es das für heute. Ich will ja lieber in kleinen Stücken, aber dafür verständlich machen. Und ich freue mich für euer Interesse. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.